So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben wieder mal ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Wir haben nämlich hier so ein fettes Paket bekommen. Das kann ich euch leider nur von hinten zeigen, beziehungsweise auch von der Seite. Da steht nämlich zerbrechlich, ja. Ich kenne zwar niemanden, der so heißt, Monsieur Zerbrechlich, aber egal. Hier steht auch nochmal zerbrechlich und hier ist alles zugetackert. Das kommt von, ist durchgestrichen, aber da steht auch nochmal zerbrechlich aus Österreich. So viel können wir euch verraten. Hier ist nämlich noch so ein Zippel drauf. Wenn man den Zippel abmacht, steht hier einfach nur Österreich. Genial, oder? Das tun wir jetzt hier rein. Das ist ein Karton und dieser Karton ist eben mit so Packpapier. Das ist ein Unterschied. Es gibt Backpapier, das ist ungefähr, hat so eine Farbe. Und dann gibt es Packpapier. Das ist das. Wenn ihr jetzt den Unterschied erkannt habt, schreibt es mal in die Kommentare. Wir machen das Packpapier mal ab. Gucken mal in den Karton rein, was das ist. So, das kommt in die Wanne rein. Und das wird rumgedreht 10-mal mit original hautfarbenen Klebestreifen. Jetzt müssen wir das an der Seite hier wieder aufschlitzen. Einmal so. Oder auch nicht. Ich glaube, ich schlitze es erstmal so in der Mitte auf. So, und jetzt irgendwie so in die Richtung und nach da. Und dann müsste das alles passen. Ali, du freust dich ja über dein Packpapier. So sieht ein zufriedener Ali aus in der Badewanne mit Packpapier. Jetzt müssen wir euch wieder hier auf die Klorolle hängen. Das ist nämlich hier euer Ständer. Da steht ihr nämlich immer drauf. Da ist noch ein zweiter, falls der untere mal irgendwie kaputt geht oder aufgebraucht wird. Jetzt machen wir hier das fette Paket auf von Master Gossi. Master Gossi ist aber kein Mann, ne? Thomas, aufpassen. Master Gossi ist eine Frau, ne? Die aus der Gosse kommt und deswegen heißt sie da Gosse. Und dann haben wir hier lauter Zeitungspapier. Das ist ja der Klassiker. Das können wir schön hier oben reinpacken. Zeitungspapier, wohin man auch sieht. Tja, Ali, jetzt siehst du nichts, weil du jetzt da unten bist. Denn normalerweise ist das ja dein Platz. Und wenn dein Platz frei ist, wird dein Platz jetzt benutzt. Für alles andere einfach. Guckt mal, sieht man das? Nee, oder? Hui, da freut er sich. Er fühlt sich bestimmt total belästigt, wenn er jetzt so eingemüllt wurde. Adi, Schatz, alles Gute. Ja, Adi im Schlaraffenland. Aber das wahre Schlaraffenland ist ja eigentlich jetzt hier drin. Dann guckt euch mal die Box an. Was sehe ich denn da? Ich sehe zum Beispiel noch mehr Zeitungspapier und noch mehr. Wenn ich noch eins habe, dann muss ich noch mal einen Wurf machen. Ali! Ich glaube, der Ramses freut sich über das Zeitungspapier mehr als über alles andere. Also so kommt es zumindest rüber. Wir haben hier erstmal Familie Meierhofer Cabanossi. 3,43. Das sieht aus wie aus einem Wurstautomat. Ist das aus einem Wurstautomat? Oder gibt es das direkt so zu kaufen? Familie Meierhofer, Bach 1 in Enger-Witzdorf. Cabanossi. Gewürze, Senf, Rauch. Ab Hof Spezialmesse für bräuerliche Direktvermarkter. Messe Wieselburg. Speck Kaiser, erster Preis, das ist ausgezeichnete Wurst, ausgezeichnete Cabanossi. Dann haben wir hier noch eine Packung ausgezeichneter Cabanossi. Vor allem sehen die richtig dunkel und brutal aus. Dann haben wir hier kleine würzige, auch aus Bach 1, Familie Meierhofer. Adi, nein, nicht durchdrehen. Jetzt wird Adi ganz hysterisch, weil immer wenn er Wurst riecht, dann dreht er total durch. Jetzt weiß ich, wieso er sonst immer Folie ist, weil in der Folie der meiste Geschmack ist. Das ist ja wie bei Äpfeln in der Schale, die meisten Vitamine. Kleine würzige haben wir hier auch noch am Start. Ich lege die mal da oben hin, in der Hoffnung, dass er es nicht sieht. Dann haben wir hier, jetzt kommt die fette, ne?
eine Knoblauchwurst, auch von der Familie Meierhofer. Knoblauchwurst ist ja wie Sucuk, oder wie man es auch immer ausspricht. Da kommen wieder die Hater. Haha, wie der Sucuk ausspricht. Sucuk? Sucuk? wie türkische Knoblauchwurst, nur eben von der Familie Meierhofer. Kann man sich bestimmt auch mal auf eine Pizza draufpacken. Dann haben wir hier was eingewickelt in eine Knisterfolie, wo man hier so drücken kann im Normalfall. Ist aber irgendwie, das ist mir viel zu anstrengend. Das legen wir jetzt hier oben rein. Eine Schokoladepraline mit einem Einhorn drauf. Guckt euch das Einhorn an. Ist es nicht süß? Es ist sogar weiße Schokolade. Es ist vom Günthard. Günthard, Elli, Einhorn. Adi ist auch ganz begeistert. Ja, willst du mal gucken? Sollen wir es dir hier reinstellen, damit du da was zu schauen hast? Dann haben wir hier einmal Dreamies Mix für den Adi. Noch ein Dreamies Mix für den Adi. Muss ich alles wieder in seinen Knusperbeutel drüben reintun. Der schon aus allen Nähten platzt, ne? Dann haben wir hier wieder Zeitungspapier. Noch mehr Zeitungspapier. Wir haben Schokobananen. Ich weiß, dass Pupsi gerne Gelee-Bananen isst. Schokobananen weiß ich jetzt nicht. Ist das ein Unterschied, ob man Schokobananen isst oder Gelee-Bananen? Weil Schokobanane, da ist ja kein Schoko drin, die ist ja außen rum. Gelee-Bananen sind aber auch außen mit Schokolade. Aber da ist kein Gelee drin, sondern eine richtige Banane. Ich blick da nicht durch. Das ist mir viel zu süß. Ihr seht, bei Süßen, das ist mega kompliziert. Da gönnen wir uns lieber eine Cabanossi. Da wissen wir wenigstens, woran wir sind. Da gibt es keine wilden Experimente. Gerade hier für dich. Dann haben wir hier Mozartkugeln. Irgendwie alles, was aus Österreich kommt, muss immer was von Mozart dabei sein. Mozartkugeln schon wieder. Sind bestimmt richtig heftig schokoladig. Kannst du eine im Jahr essen? Mehr nett, sonst explodierst du. Die sind nämlich richtig heftig. Werde ich wahrscheinlich wieder mal hinstellen, wenn die Mama da ist, wenn der Dirk, der Onkel mal da ist. Ne? Die essen gern mal ein bisschen schokoladig. Pupsi mag, glaube ich, keine Mozartkugeln. Ich muss ja mal auf meine Linie achten, aber was geschenkt ist, das muss man sich auch mal, ne? Da muss man auch mal so ein Cheat Day einrichten am Wochenende und gönnt sich da die Mozartkugel-Challenge. Eine Tüte auf Ex. Hier, Adi, Papier. Dann nochmal hier, ganz wichtig, Coca-Cola in der Dose mit Vanillearoma. Gibt's eigentlich überall nur noch mit ohne Zucker, also Zero. Mit Zucker ist eine Rarität geworden, vor allem in der Dose. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, da sind 5 Stück davon drin. 5 Dosen Vanille-Cola. Ich glaube, ich sage zu Pupsi einfach, da waren nur 2 drin. Die anderen trinke ich selber. Obwohl, da steht ja kein Name drauf. Also ich kann ruhig ein paar trinken, ein paar unter der Ladentheke loswerden und dann meinen eigenen Vanille-Cola-Dosenshop aufmachen. Und dann sehe ich hier noch Bier. Schon mal solches Bier gesehen. Jetzt hat es ja die Reise überlebt. Das heißt, wir können es eigentlich jetzt versuchen, hier zu befreien aus dieser heftigen Tasche. Den Rest müssen wir dann alles direkt wegschmeißen, weil immer wenn so eine Folie rumliegt, geht der Adi hin und isst die auf. Und dann hat er wieder Erbrechen die ganze Nacht. Obwohl ich dachte, ich kann die aufheben, falls ich mal was verschicken möchte. Aber das funktioniert nicht beim Adi. Deswegen muss ich das immer gleich alles in den gelben Sack tun und alles bei mir mit Zeitungsfolie ausstopfen. Hier haben wir jetzt Bier und zwar ein Freistädter Imperator. Noch nie gesehen. Das wird den Weg wahrscheinlich auch bei Montag in den Chill mit Ramses Livestream reinschaffen. Adi, er klimmt jetzt hier den Podest. Dann haben wir nochmal. Adi, werf's bitte nicht um. Bitte nicht. Adi, das ist einfach nur Folie. Ja, nee. Adi fängt jetzt schon wieder an, die Folie zu essen. So, neben dem Imperator. Freistädter Pegasus. Das ist das zweite. Jetzt hält die Rolle nicht mal mehr. Ich hab's gewusst, wenn die Rolle kaputt geht. Imperator Pegasus auch am Start. Dann haben wir eine dritte Merzen. Freistädter Merzen auch noch am Start. Und
Kann ich nicht lesen. Muss schwarzen. Dann quetsch dich halt da hinten durch, du alte Wurst. So, jetzt fängt das Bein auch noch an zu zittern. Das sind so Dinge, die kann man im Normalfall rausschneiden, aber wir müssen das alles drin lassen. Ich sehe auch, dass die Klopapierrolle eigentlich viel zu klein ist mittlerweile. Deswegen hält die auch gar nicht mehr richtig. Da muss eine neue her. Der nächste, der mir was schickt, kann mir ja gerne mal eine Klopapierrolle mit reinpacken, dass ich meine Kamera da wieder draufstellen kann. Kann die ja vorher auch unterschreiben. Und ein Freistädter Ratsherrn. Herrn, nicht Herren, sondern Herren, Ratsherrn Premium. So, Adi, jetzt hast du hier deine komische Folie. Ich tue es halt da rein, dann hab halt kurz eine Minute Spaß damit, bevor es weg ist. Hier ist dein Karton. Den leg mal ganz da hinten hin. Hier ist nochmal das Einhorn. Ne? Das leg mal kurz hier hoch. Jetzt will ich mal ganz kurz nach den Prozenten schauen. Das hier hat Vollbier mit 5,2. Ratsherrn 5,2. Merzen mit 4,8. Nicht ganz so stark. Das meiste hat irgendwie immer 4,8. Dann haben wir hier Pegasus, das schwarze Bier. Mit 5,4, deswegen ist da auch das Pferd drauf, das fliegende, eben ein Pegasus. Und dann haben wir das Imperator mit, Starkbier mit 8,2. Das ist auf jeden Fall heftig. Pegasus Spezialbier, schwarz. Premium Vollbier. Das ist Starkbier, Imperator. Und Merzen ist halt Merzen, Vollbier. Ob sich da lohnt, ein Biertasting zu machen mit allen vier Flaschen oder ob wir die einfach im Stream mal so nebenbei trinken, weiß ich jetzt noch nicht. Eigentlich müsste man die mal in einem Biertasting machen. Aber wir wollen ja Bier nicht so präsentieren, also müssen wir das bei Chill mit Ramses trinken. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Der Adi freut sich bestimmt über seine ganzen Drinis. Ich freue mich über die Wurstel. Pupsi, Mama freuen sich über die Schokolade, über die Cola-Dosen freuen sich auch alle. Und der kriegt jetzt gleich so eine Tüte in seinen Sack rein und dann ist gut. Er hat nämlich schon wieder Hunger, obwohl man das ja nur so 2-3 Bissen und so und dann ist gut. Aber der Adi, der isst eh die ganze Tüte mit einmal. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und Dankeschön an Gossi, ne, Master Gossi. Danke für das nette Paket. Werde ich natürlich alles verbrauchen. Werde ich, wenn ich losgehe, mir schön frischen Semmel holen im Rewe. Und dann so eine Packung Wurstel essen. Da habe ich schon wieder Essen für den ganzen Tag. Diese Knoblauchwurst mal anschneiden dann am Wochenende, wenn die Mama da ist, dass sie mal probiert. Pupsi mal probieren lassen, also möchte ich sowieso immer teilen, dass da jeder was bekommt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Peace out. Vorhaut. Vollgeschleimter Finger vom Adi. Euer Ramses.